Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK Regional TV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie heute vom Flughafen Berlin-Tegel, denn Extremsportler Robbie Clemens, für den wird es heute ernst. Auf seinem Weg und zu seinem Projekt vom Nordpol zum Südpol. Bevor es so richtig ernst wird, gucken wir aber erst einmal in die Elsterstadt Zeitz. Von Zeitz in die Welt, so lautet der Titel des Buches von Ernst Albert Neder, Urenkel des Begründers der Zeitzer Kinderwagenindustrie. Der Autor des Buches ist Heimatforscher Patrick Witwiga. Eine erste Präsentation, die gab es in der vergangenen Woche im Zeitzer Rathaus. Und Oberbürgermeister Christian Thieme, der konnte das erste druckfrische Exemplar sein eigen nennen. Wir haben uns während der Präsentation mit Ernst Albert Neder unterhalten und auch mit Patrick Witwiga natürlich über ihre Beweggründe. Nach 102 Jahren durfte sich ein Neder wieder ins Goldene Buch der Stadt Zeitz eintragen. 1915 ist die letzte Eintragung meines Großonkels drin, als er das Denkmal der Arbeit der Stadt übergab. Was ja leider dann im Zweiten Weltkrieg ein etwas unglückliches Schicksal hatte, eingeschmolzen zu werden. Das wird im Buch auch sehr detailliert dargestellt. Solch emotionale Momente lassen sich meist schwer in Worte fassen. Er fand die passenden. Dies war ein tief bewegendes Gefühl, nicht nur, weil man nicht alle Tage zu einer solchen Ehre kommt, sondern es ist ja im Grunde genommen auch ein Schritt der Stadt auf eine Familie, die ja vor einer gewissen Zeit, vor 70 Jahren, mehr oder weniger unsanft heraus komplimentiert wurde. Und es war eine ganz langsame, vorsichtige Wiederbegegnung, die ich hier seit 4 Jahren als Senior meiner Familie hier gemacht habe, die dazu geführt hat, dass ich heute von einer kleinen Liebeserklärung für diese Stadt auch gesprochen habe, obwohl es durchaus eine ganze Menge ambivalenter Gefühle auch gibt. Sein Buch soll und ist eine Liebeserklärung an seine Stadt Zeitz, aber er wollte auch aufrütteln. Weil es ist bei vielen Zeitzern leider festzustellen, dass sie mit zu wenig Hoffnung auf die Zukunft an die Aufgaben des täglichen Lebens herangehen. Ich wollte aufrütteln, wie die Vorfahren, die auch in sehr schwerer Zeit die Ärmel hochgekrempelt haben und einfach geglaubt haben, dass sie etwas erreichen können. Und ich wollte Ihnen vermitteln, auf diese Stadt Zeitz kann man stolz sein. Das ist nicht eine Stadt, die ganz unten ist. Nein, überhaupt nicht. Man ist klein, aber oho. Man muss die Stadt nicht reduzieren auf die Rahnestraße. Nein, nein, nein. Die Stadt ist eine tolle Stadt, trotz der Rahnestraße. Der Autor Patrick Witwiga befasst sich schon längere Zeit mit der Elsterstadt. Und so kam auch die Verbindung mit Ernst Albert Neder zustande. Herr Neder hat also meine Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung gelesen. Er kannte meine Bücher, die 2014, 2015 erschienen sind, über DDR-Zeit in Zeitz. Und er hat dann den Kontakt hergestellt über meine Adresse im Stadtarchiv, weil ich dort mit den Kollegen dort sehr eng zusammenarbeite. Und es ging relativ schnell dann, dass wir uns getroffen haben und haben dann natürlich sofort erkannt, das wird ein Projekt für uns beide. Es spielte auch eine große Rolle, dass wir sehr gute Quellen hatten zur Verfügung, die im Grunde zur Auswertung drängten und da war die beste Basis gegeben damit. Ernst Albert Neder hat seinen Lebensmittelpunkt ja in der Hansestadt Hamburg. Trotzdem zieht es ihn immer wieder in die Elsterstadt. Was empfindet er dann hier? Es ist jedes Mal zunächst einmal natürlich ein Riesensprung von einer Weltstadt, von einer Großstadt in eine heile Kleinstadtwelt zu kommen, die eben dann auch nicht immer heil ist, kann man ja auch sagen.
Aber inzwischen habe ich so viele nette Leute hier in dieser Stadt kennengelernt, die mir das Wandeln hier in dieser Stadt eigentlich sehr leicht gemacht haben und machen. Und ich habe meine, wenn Sie so wollen, meine Stützpunkte im Museum, im Stadtarchiv. Jedes Mal, jetzt kommt was sehr Persönliches, mein Lieblingskuchen ist Bienenstich, aber nur der, wie er hier in Zeitz gemacht wird. Nicht mit so einer cremigen Füllung drin. Wie er hier in Zeitz gemacht wird. Und immer, wenn ich ins Stadtarchiv komme, was kriege ich dort? Bienenstich, kurz vorher geholt. Also das schafft so etwas wie Heimatgefühle. Ich benutze trotzdem in der Regel nicht das Wort meine Heimatstadt, sondern sage meine Geburtsstadt, weil ich inzwischen einfach Hamburger bin. Seit 1956 lebe ich in Hamburg. Dort hatte ich meinen beruflichen Erfolg. Dort habe ich meine Enkel, dort meine Familie, meine ganze Familie und meine Enkel. Das Buch, dessen Verkauf am 1. April 18 Uhr mit einer Lesung in der Gutenberg-Buchhandlung in der Judenstraße begann, ist ein Geschenk an seine Geburtsstadt Zeitz zu ihrem 1050. Geburtstag. Ja, liebe Zuschauer, ich habe es Ihnen ja gesagt, jetzt wird es ernst. Robby, wie ist dir jetzt ganz einfach zumute? Nach so vielen Jahren der Vorbereitung stehst du jetzt hier am Flughafen und jetzt ist es soweit. Naja, dadurch, dass ständig das Telefon klingelt oder viele, viele, viele Glückwünsche kommen, bin ich noch total abgelenkt und ich denke, so richtig emotional wird es, wenn ich im Flieger sitze, wenn dann Ruhe ist, ich kann nachdenken. Jetzt geht's los. Liebe Zuschauer, wir werden davon natürlich des Öfteren mal berichten. Am Montag war Robby Clemens noch bei Landrat Götz Ulrich. Dies und noch weitere Meldungen sehen Sie jetzt in unseren Kurzmeldungen. Und wie wir schon sagten, kurz und kompakt. Bevor Robby Clemens am Mittwoch seinen Flieger in Richtung Nordpol bestieg, hatte er noch einen kurzen Termin bei Götz Ulrich. Dort wurde der Hunmolzner offiziell vom Landrat des Burgenlandkreises verabschiedet. Ein Stück weit ist das verrückt, aber es ist ja Ausdruck dessen, dass man dass er eine Form gefunden hat, eine Lebenskrise so zu überwinden, dass es zum Vorbild für viele andere Menschen werden kann. Und das finde ich ganz toll. Und da kann er wirklich helfen, nicht nur der Region, sondern Menschen weltweit, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation oder einer ganz anderen Beeinträchtigung befinden. Und insofern können da alle aufschauen und gucken und sagen, das kann gelingen, wenn man sein eigenes Leben wieder in die Hand nimmt. Und ehrlich gesagt, das ist ja das, was wir für die Region auch wollen. Ja, wir wissen ja alle, wir haben noch viele Menschen, die lange arbeitslos sind, die für sich gar keinen Weg mehr finden, obwohl wir Arbeitsplätze jetzt haben, dahin zu gehen. Und wenn dieses Signal von ihm ausgeht, ja, dass man das schaffen kann, auch aus einer schweren, schweren persönlichen Situation heraus sowas hinzubekommen. Man muss ja nicht gleich von Nordpol nach Südpol laufen, aber jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen. Und wenn man das wieder hinbekommt, ist das, glaube ich, ein hervorragendes Beispiel dafür. Deshalb nochmal alles, alles Gute. Ja. In einem kleinen Gespräch beschrieb Robby seine geplante Tour und welche Aufgabe nun vor ihm liegt. 2 Jahre lang wird er dann vom Nordpol zum Südpol durch die verschiedensten Länder laufen, um dann im Februar 2019 die Antarktis zu erreichen. Und ich habe auch was mitgekriegt, nämlich hier diesen Button vom Weltkulturerbe. Das ist ja beantragt. Mal sehen, was da im Sommer dabei rauskommt. Ich werde es spannend verfolgen. Nach über 4 Jahren Planungs- und Vorbereitungszeit checkte er in Berlin-Tegel ein. Sein Weg führte von Stockholm nach Spitzbergen und dann auf die russische Drifteisstation Borneo. Im Lebeck-Zentrum im Torhaus des Zeitzer Schlosses ging es am 4. April um die Frage, wieso heißt das so, wo ich wohne, also Ortsnamen. Wodurch unsere Gegend besonders interessant ist, da hier nicht nur die sogenannten Germanen gesiedelt haben, sondern auch Sorben und andere Völker. Insofern etwas aufgeschrieben wurde, schrieb jeder, wie er es hörte. Die Schreibweise eines Ortsnamen kann daher sehr unterschiedlich sein. An erster Stelle habe ich hier ein paar
slawisch geprägte Orte hier mitgebracht und aus denen man folgern kann, dass man aus dem heutigen Namen nicht schließen kann, was der eigentliche Sinn oder die Bedeutung des Namens ist. Jede Volksgruppe hatte ihre eigene Sprache. Und wir werden dann noch darauf eingehen, wieso wir diese indoeuropäischen Sprachen bzw. indogermanisch noch berücksichtigen müssen, denn es geht hier um eine Zeit vor der Geburt Christi, zu der auch schon Menschen in unserer Region lebten. Aus der Siedlungsdynamik geht hervor, dass ein Ort wie Zeitz besonders zeitig besiedelt werden musste, weil er einfach günstig ist. Es ist ideales Klima, es ist ein Fluss da, der nicht ganz unüberwindbar ist. Er hat eine ständige Funktion als Nahrungsmittel. Man kann dort also Fische fangen, Treibholz fangen. Man kann diesen Fluss entlang fahren, Handel treiben. Und das ist also ein wesentliches Argument, dass dieser Name viel, viel früher ist und dass er praktisch damit in die indogermanische Zeit fällt. Jürgen Fischer hat die Theorie, dass sich Zeitz aus dem Wort bzw. Begriff Kies ableitet. Wenn Sie Tiefstand in der Elster haben, können Sie es mal sehen. Da sehen Sie Geröllbänke, Kiesbänke, die sich abgesetzt haben, weil der Fluss hier relativ langsam fließt. Und das ist Lautmalen, das ist das Geräusch, was Sie zum Beispiel haben, wenn Sie einen Baumstamm, ein Boot auf diese Geröllbank ziehen oder selbst wenn Sie über Kies laufen. Das ist lautmalend. Und da kann man ausgehen davon, dass das in der ganzen Welt von Indien bis hierher verbreitet war. Am 5. April wurde im Weißenfelser Schlossmuseum die Ausstellung Deutsche aus Russland – Geschichte und Gegenwart mit einem Kulturprogramm eröffnet. Es geht hier um einen Teil der Heimatgeschichte des Landes Sachsen-Anhalt, denn die russische Zarin Katharina die Große hat hier ihre Wurzeln. Sie war 34 Jahre russische Alleinherrscherin im 18. Jahrhundert und hat ein Projekt durchgeführt. Das war die Besiedlung von leeren Gebieten des russischen Zarenreiches durch Ausländer. Und die Ausländer waren Deutsche. Jetzt sind die Menschen hier in Sachsen-Anhalt, im Burgenlandkreis, in Weißenfels wieder zu Hause, sind sehr gut integriert in die deutsche Gesellschaft. Aber ihre Geschichte ist wenig bekannt. Darum diese Ausstellung jetzt einige Wochen hier für die Bevölkerung und für die Gäste der Stadt Weißenfels. Die frühere Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst und spätere Zarin erließ 1763 ein Einladungsmanifest, dem über 100.000 folgten. Es war die wirtschaftliche Not, die ausgelöst wurde durch den Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763. Es waren dann auch besonders die Folgen des Napoleonischen Krieges zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Es war dann auch die Willkür der Obrigkeit, die religiöse Verfolgung und so. Die Menschen wollten also ein besseres Leben finden. Ja, das war ein sehr schwerer Anfang. Erst nach 100 Jahren kam dann der Wohlstand. Das hat so in einem Sprichwort geheißen, den ersten den Tod, den zweiten die Not, den dritten das Brot. Man hat zwar die Deutschen nach Russland gerufen, aber nicht direkt in Russland angesiedelt. Die Deutschen sollten kommen, alle wegen eines Berufes, wegen des Berufes eines Ackerbauers, sollten Brot produzieren, weil die Regionen der Mongolen von Nomaden bewohnt waren und kannten da zur damaligen Zeit noch kein Ackerbau. Und das sollte dann mit den Deutschen geschehen. Und das war, der Plan war aufgegangen und hatten dann in 150 Jahren insgesamt 3536 Dörfer gegründet gehabt. Während des Zweiten Weltkriegs und danach wurden diese Menschen allerdings in der Sowjetunion diskriminiert und verbannt. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR nutzten viele die Möglichkeit, nach Deutschland auszuwandern. Seit 1950 kamen über 2,3 Millionen Russlanddeutsche hierher. Zusammen mit ihren Nachkommen stellen sie ca. 5% der hiesigen Bevölkerung. Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Fahrzeugreinigung, Aufbereitung und Lackversiegelung. Mr. Royals in Weißenfels macht's möglich.
Frühjahrsputz für des Deutschen liebstes Kind. Mr. Royals, Brillanz, die sich gewaschen hat. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. So, liebe Zuschauer, und jetzt habe ich wieder was für Sie, denn Sie können wieder bei uns gewinnen. Wir verlosen dieses Mal 50 Euro Taschengeld. Sie müssen uns nur folgende Frage beantworten. Wer besucht uns am kommenden Wochenende? A. Der Weihnachtsmann oder B. Der Osterhase? Wenn Sie die Lösung wissen, dann greifen Sie zum Telefon und rufen an. Nennen Sie uns das Lösungswort sowie Ihren Namen und Ihre Anschrift. Und Sie sind bei der nächsten Verlosung mit dabei. Wir wünschen schon mal viel Glück. Der Gewinner wird in der aktuellen Sendung am Dienstagabend bekannt gegeben. So, das Wochenende steht vor der Tür und wir haben wieder einige Angebote für Sie herausgesucht für Ihre Freizeitgestaltung. Hier unsere Veranstaltungstipps. Der Weißenfelser Ostermarkt wird in diesem Jahr auf den Schlosshof von Neu-Augustusburg verlagert. Mehr als 60 Händler, Schauhandwerker und Gastronomen laden zum Bummel über den Schlosshof ein. Im Gepäck haben sie kunstvoll bemalte Ostereier, die ersten Frühjahrsblumen, wunderschöne Dekorationsartikel und handwerkliche Erzeugnisse. Zum wahren Publikumsliebling haben sich die sorbischen Ostereiermaler entwickelt. Natürlich dürfen auch Sie beim Weißenfelser Ostermarkt nicht fehlen. Parallel dazu wird auch in der Jüdenstraße Action geboten. Vor allem die kleinen Besucher dürfen sich hier auf ein buntes Programm und viele Überraschungen freuen. Natürlich stattet auch der Osterhase den Weißenfelsern einen Besuch ab. Für die Kleinen versteckt er am Samstag und Sonntag im Novalisgarten in der Klosterstraße 24 Ostereier. Die Veranstalter rufen deshalb am Samstag um 11 und 13 Uhr sowie am Sonntag um 14 und um 16 Uhr zum großen Ostereiersuchen auf. Darüber hinaus veranstalten die Innenstadthändler am 9. April von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag. Am Samstag, den 8. April, kommt in den Zeitzer Klinkerhallen Bertolt Brechts die Drei-Groschen-Oper mit den Akteuren des Musiktheaters Kulturvilla Kolorit zur Aufführung. Brechts Stück, in dem Bettler, Huren und Räuber auftreten, stellt die dunkle kriminelle Seite der großstädtischen Welt Londons dar. Die am 31. August 1928 im Berliner Theater uraufgeführte Drei-Groschen-Oper wurde zum größten Theatererfolg der 20er Jahre. Titel wie zum Beispiel Die Moritat von Mackie Messer und Der Haifisch, der hat Zähne wurden Welthits. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Domstadt Naumburg lädt zum Frühjahrsfest auf der Vogelwiese ganz herzlich ein. Der Eintritt ist frei und Parkmöglichkeiten sind ebenfalls vorhanden. Sie erwarten attraktive Fahrgeschäfte, unter anderem ein Autoscooter, eine Kinderschleife, ein Kettenflieger und vieles mehr. Für die weitere Unterhaltung stehen Ausspielgeschäfte wie Verlosung, Ballwerfen und Schießwagen zur Verfügung. Auch für das leibliche Wohl ist mit reichlich Süßem und Herzhaftem gesorgt. Zu einer Führung durch das Agartal lädt der Geonaturpark Saale-Unstrut-Triasland e.V. am Sonntag, den 9. April, unter der Leitung von Gästeführerin Elisabeth Sparmann herzlich ein. Treffpunkt der dreistündigen Wanderung ist um 14 Uhr die Gemeinde Gutenborn, Ortsteil Ossig an der Aga.
Die Urlaubszeit kann kommen. Mit dem passenden Ahorn-Camper haben Sie alles an Bord, was Sie für einen gelungenen Urlaub brauchen. Jetzt neu, Verkauf und Vermietung von Wohnmobilen bei Renault Autohaus Schulze, Ihrem zuverlässigen Partner in Weißenfels. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. An Baustellen, da mangelt es in Naumburg nicht. Eine von der Feuerwehr lang ersehnte Baustelle hat nun endlich ihr Ende gefunden. Am Dienstag, den 28. März, gab es eine feierliche Übergabe. Um welches Gebäude es sich dabei handelt, das verrät Ihnen jetzt meine Kollegin Marie-Louise Luther. Denn die hat sich vor Ort dort mal umgeschaut. Am Mittwoch, den 28. März, wurde der Neubau auf dem Übungsgelände Gänsegries an die Naumburger Feuerwehr feierlich übergeben. Doch warum musste das Gebäude neu gebaut werden? Wir haben bei Christian Schirner, Stadtwehrleiter der Naumburger Feuerwehr, nachgefragt. Ja, 2013 war das große Jahrhunderthochwasser und da stand auch in unserer Baracke ca. 50, 60 cm das Wasser drin. Alles, was an Einrichtungsgegenständen da war, war natürlich hinüber. Die Wände waren nur aus Pappe, so wie in der Baracke früher auch gebaut wurde. Das war natürlich alles nicht mehr zumutbar. Es war überall Schimmel, es war alles in Auflösung begriffen. So mussten wir also uns darauf einstellen, irgendetwas neu zu machen. Und dann haben wir überlegt, die sanitären Einrichtungen benötigen ja für unsere Großveranstaltungen wie unser Jugendzeltlager und unser eigenes Zeltlager, was wir also regelmäßig einmal im Jahr machen. Und da stand jetzt also die Sache im Raum, machen wir jetzt nur die Sanitäranlagen neu oder aber denn komplett alles. Und glücklicherweise gab es dann die Fügung, dass wir tatsächlich auch die Fördermittel bekommen haben. Und so dass wir also heute vor so einem, tollen Ergebnis stehen und so ein ordentliches Logistikgebäude als Vorzeigegeschichte haben. Schön, freut mich. Seit 1. Februar 2016 lag der Bewilligungsbescheid von rund 500.000 Euro vor. Die Förderquote betrug 100%, so wurde der städtische Haushalt in Naumburg nicht beansprucht. Baustart war der 18. April, wobei mit den Abbrucharbeiten durch die Firma Naumburger Bauunion GmbH und Co. KG begonnen wurde. Aus Gründen des Hochwasserschutzes wurde das Funktionsgebäude auf einem terrassenförmig angelegten Schotterpolster aufgesetzt. Das eingeschossige Bauwerk mit den Abmessungen von ca. 26 Meter x 10,50 Meter wurde in Monolithbauweise errichtet. Im Funktionsgebäude befinden sich Sanitär-, Aufenthalts- und Lagerräume. Die Innengestaltung, Ausrüstung und Ausstattung erfolgt nach dem heutigen Stand der Technik in einer einfachen Bauweise. Doch wofür wird dieses Gebäude eigentlich genutzt? Also die Garage ist klar. Die Garage ist unser Lagerraum für unser Multifunktionsfahrzeug, für die Rasenmäher, für die ganze Technik, die wir brauchen. Und das Logistikgebäude, was wir jetzt hier haben, das hat drei unterschiedliche Räume, die wir mit unterschiedlicher Technik bestücken können, also Einrichtungsgegenstände wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küchenbereiche, die wir also so umstellen können, dass wir für unsere Übung den größtmöglichen Nutzen davon erlangen, damit die Kameraden insbesondere merken, wie lange brauche ich für einen Raum von so einer Größe, von so einer Größe oder von so einer Größe und vor allen Dingen auch, dass die eigentlich wirklich alles mitnehmen, wenn die in den Raum reingehen an Emotionen und an Sachen, die die aufnehmen. Also wie gesagt, wie ist der Untergrund? Was hören die? Gibt es Geräusche aus dem Raum oder sonst irgendetwas, damit sie also alles
dafür tun, damit die Person so schnell wie möglich gerettet werden kann. Entweder machen wir das mit Nebel oder aber es reicht doch aus, wenn man die Maske einfach nur zuklebt, dass man also sagt, okay, das passt schon. Und so muss man dann eben, so kann man also relativ schnell so eine Ausbildung organisieren, ohne dass man jetzt abhängig ist auf Betriebe, Einrichtungen oder sonstige öffentliche Gebäude oder so. Das ist also eine wichtige Geschichte, auch für die Ausbildung nach dem Grundlehrgang, dass sie also wissen, wie muss ich mich im Brandraum verhalten, wie geht das dann voran. Funktionsgebäude und Garage sind baulich fertiggestellt und wurden zur Nutzung der Naumburger Feuerwehr übergeben. Durch die lange Frostperiode des Winters sind noch Restbauarbeiten an den Außenanlagen durchzuführen. Zum Abschluss wollten wir noch wissen, wann das Funktionsgebäude das erste Mal genutzt wird. Ja, also am 15. April ist unser großes Osterfeuer. Da ist noch keine Ausbildung. Da nutzen wir es natürlich nur für die Hintergrundorganisation. Aber ansonsten ist dann schon im Mai unser Ausbildungszeltlager hier. Das eigentliche Zeltlager findet hier auf der Wiese statt. Aber für die gesamte Logistik ist es natürlich notwendig, dass wir das Gebäude dann nutzen. Hauptsächlich natürlich sanitär, aber die ganzen Lagerbereiche brauchen wir natürlich dann ebenfalls. Ja, dann wird es weitergehen mit bestimmten kleineren Lehrgängen, Maschinistenlehrgängen und sonstige Sachen, die dann auch hier vielleicht autark durchgeführt werden können oder zumindest teilweise. Und dann natürlich der Höhepunkt ist immer unser Jugendzeltlager, gleich nach dem Kirschfest, wenn wir hier mit ca. 300 bis 400 Kindern und Jugendlichen arbeiten. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders, wenn das so angenommen wird. Und gerade jetzt, wenn wir auch solche besonderen, guten Bedingungen haben, dann kommt die vielleicht auch noch viel lieber. Glas, ja, Glas ist ja immer irgendwie faszinierend. Ist es doch zerbrechlich und war lange Zeit ein Luxusgut. Eine Sonderausstellung auf Schloss Neuenburg nimmt Sie jetzt mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Glases. Meine Kollegin Marie-Louise Luther, die hat sich dort mal umgeschaut. Das Glas zählt zu den faszinierendsten Materialien, die vom Menschen gestaltet werden. Aus verschiedenen Rohstoffen wird es seit 5000 Jahren hergestellt. Seine Verwendung ist vielfältig. Die Möglichkeiten beeindrucken die Menschen bis heute. Ob als Schmuckperle oder als farbiges Kirchenfenster, Baumaterialien, technisches Gerät oder als Vorrats- oder Trinkgefäß. Derzeit sind solche einzigartigen Glasstücke auf Schloss Neuenburg zu sehen. Doch was hat Glas eigentlich mit Schloss Neuenburg zu tun? Museumsdirektor Jörg Polkert erklärt es uns. Gut, das sind zwei Themenbezüge, die man setzen könnte. Einmal der historische Bezug, die Neuenburg als Jagdschloss der Herzöge von Sachsen-Weißenfels. Später war der preußische König hier zu Gast. Bei der Hofkultur, die Trinkkultur, da spielen Gläser natürlich eine große Rolle. Und zum anderen gehört auch Glas zu unserem Sammlungsprofil. Wir haben ja auch das Weinmuseum von Sachsen-Anhalt hier in den Mauern der Neuenburg und die Verbindung von Gläsern und Wein. Die kann der Besucher auch in der Sonderausstellung und in Kombination mit dem Weinmuseum erleben. Und dann ist kunst- und kulturhistorisch Glas ein hochinteressantes Thema. Und so haben wir es mit einer solchen Mischung zu tun. Den Reiz des Glases macht auch seine zerbrechliche Aura aus. Seine Gestaltung ist ein Abbild der Gesellschaft und ihrer Lebensvorstellung. So sind Trink- und Schenkgefäße ein unmittelbarer Ausdruck des menschlichen Daseins. In der Sonderausstellung werden besondere Gefäße gezeigt, die aus dem Fundus von Schloss Neuenburg stammen. Jörg Polkert sagt uns, welche Stücke zu seinen Lieblingen gehören. Oh, da gibt es mehrere. Das reicht also von den barocken Pokalen. Im 18. Jahrhundert kam der Glasschliff auf. Diese Pokale werden sehr prächtig. Wir haben ein solches Pokalglas von Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels in der Ausstellung, der ja auch die Neuenburg als Jagdschloss genutzt hat. Genauso sind für mich erstaunlich aus dem Historismus solche beeindruckenden Bohlengefäße, wie wir es gerade hinter mir sehen. Oder auch, das ist dann allerdings eine Nachbildung eines älteren Glases im 19. Jahrhundert, der Reichsadlerhumpen. Und es gibt so ganz viele Facetten, wo jeder etwas entdecken kann und sich auf diese filigranen Objekte einlässt, die zum einen Glasgeschichte und zum anderen Kulturgeschichte erzählen. Wir haben auch so eine kleine Glasflasche mit einem Hirschmotiv. Also vielleicht ist in dieser Flasche hochprozentiges zur Jagd mitgenommen worden. Das kann sich dann jeder etwas überlegen. Thank you.
Von Barock bis Historismus sind die unterschiedlichsten Glasarbeiten auf Schloss Neuenburg zu finden. Doch was unterscheidet die Epochen voneinander? Ja, wenn man so durch die Ausstellung läuft, dann sieht man also zum Beispiel im Barock ganz typisch diese Pokalgläser, also ein Fuß, ein Schaft, darauf die Kuppa, also das eigentliche Trinkgefäß, ganz qualitätvoll geschliffen oder geätzt mit Motiven. Und wenn man dann in die Mitte des 19. Jahrhunderts schaut, dann wird wieder eine Rückbesinnung auf einfachere, antike anmutende Formen deutlich, wie zum Beispiel bei den Bechergläsern, diese Kurgläser, die man also in Karlsbad zur Kur, wo man sein Kurwasser drin trank, da haben wir auch ein sehr schönes rotes Exemplar, das sieht sehr, sehr würdig aus. Und dann eben wieder bis in den Historismus hinein zu diesen ganz filigranen, sehr kunstvollen Ausformungen, die eben sehr deutlich machten, weil es eine kunsthandwerkliche Qualität von einer industriellen unterscheidet. Wer sich die filigranen Glasarbeiten anschauen möchte, der hat noch bis zum 4. Juni die Gelegenheit dazu. Wir sind schon wieder fast am Ende unserer Sendung angelangt. Was jetzt nur noch fehlt, ist der Blick aufs Wetter. Wollen wir mal schauen, ja, was Petrus uns am Wochenende beschert. Hier unsere Wettervorschau. Am Samstag schafft es die Sonne im Tagesverlauf von Südwesten, sich zeitweise gegen die Wolken durchzusetzen. Es bleibt weitgehend trocken. Bei schwachem Nordwestwind liegen die Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad. In der Nacht zum Sonntag lockert die Wolkendecke weiter auf. Es bleibt trocken und bei nur sehr schwachem Wind gehen die Temperaturen auf Werte zwischen 7 und 3 Grad zurück. Örtlich kann sich Nebel bilden. Am Sonntag dominiert nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder heiteres Wetter. Lediglich im Südosten ziehen gelegentlich noch dichtere Wolkenfelder durch. Niederschlag fällt nicht. Der Wind weht dabei schwach aus südwestlichen Richtungen. Die Temperatur steigt auf 16 bis 19 Grad. In der Nacht zum Montag ist es häufig sternenklar und es bleibt trocken. Die Temperatur geht auf 9 bis 6 Grad zurück. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen. Die neue Woche beginnt recht freundlich, so wird es am Montag überwiegend sonnig sein. Nur gelegentlich ziehen lockere Wolkenfelder vorüber. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad. Es weht ein mäßiger Wind mit örtlich stärkeren Böen aus westlicher Richtung. Und bevor ich mich jetzt wirklich von Ihnen verabschiede, möchte ich Sie nochmal an unser Gewinnspiel erinnern. Unten sehen Sie nochmal die Frage und die Telefonnummer eingeblendet. Wir wünschen, wie gesagt, viel Glück dabei. So, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende unserer Sendung angelangt. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur aktuellen Sendung am Dienstagabend. Haben Sie jetzt erst einmal ein schönes Wochenende und machen Sie das Beste draus. Wir melden uns dann am Dienstag wieder aus unserem Burgenlandkreis. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.